Hallo Boris, wie geht es dir? Hallo Almadonna, mir geht es gut. Wollen wir in die Galerie des Alpes einen Kaffee trinken? Ja, gute Idee. Gerne. Letzte Woche hat das Frühstück stattgefunden, das ich für die Ratspräsidenten organisieren durfte, bei dem auch einige Mitarbeiter eingeladen waren. Ich habe dir davon erzählt, weißt du noch? Stimmt, wie war es? Es war ein super Erlebnis. Die Atmosphäre war sehr entspannt. Es ging alles nach Plan. Und am Schluss gab es sogar noch ein Gruppenfoto. Cool, wir haben schon Glück mit unserer Lehrstelle. Ich weiß noch genau, als ich mich für diese Lehre entschieden habe. Wieso eigentlich? Wegen der Politik. Ich interessiere mich schon lange und ich wollte wissen, wie es hinter den Kulissen ausschaut. Das verstehe ich gut. Ich finde es besonders toll, wenn eine Session stattfindet. Die vielen Ratsmitglieder und die Bundesräte, die in der Session tagen, die Kameraleute und Journalisten, die Interviews machen und alles festhalten, die Schulklassen, die sich vom Ganzen faszinieren lassen, das sind Einblicke, die wir nur hier bei den Parlamentsdiensten live miterleben dürfen. Ich war bis jetzt erst bei einer Session dabei, da ich erst im Sommer hier begonnen habe. Und während dem halben Jahr in der IT und im Betrieb arbeite ich viel mit den Ratsmitgliedern zusammen und konnte Aufträge für sie erledigen. Allerdings finde ich die Arbeit im Betrieb spannend, weil man nicht nur am Computer sitzt, sondern man auch im Bundeshaus ein bisschen rumkommt. Und erst kürzlich hatte ich Kontakt mit einem Nationalrat und konnte dann für ihn ein neues Handy bestellen. Das ist genau das Tolle daran, dass wir jedes Semester die Abteilung messen. So haben wir am Schluss von unserer Lehre in 6 Abteilungen gearbeitet und fast den ganzen Parlamentsbetrieb kennengelernt. Parlamentsdienst der Bächler. Bonjour, Monsieur. Ah oui, je vais vous le apporter dans 10 minutes. Ça va? Ah, super. À tout à l'heure. Au revoir. Hey, dein Französisch ist ja bereits viel besser geworden. Ja, jetzt, da ich bei der Arbeit regelmäßig Französisch spreche, fällt es mir bereits viel leichter. So, ich muss jetzt gehen. Sehen wir uns in der Mittagspause? Ja, 1:30 in der Cafeteria. Klingt gut. Bis später. Sehr gut. Tschüss. Bis später.